Willst du ein Pokémon fangen, solltest du zunächst seine KP senken. Tust du das nicht, werden sich deine Pokébälle als nicht sonderlich effektiv erweisen. Ich brauche in erster Linie Tränke, denn werden alle meine Pokémon kampfunfähig, wird mir ganz schwarz vor Augen. Jubelstadt liegt auf einem Stück Land, das einst aus einem Berg gehauen wurde. Die Menschen und Pokémon aus Erzeling haben fleißig dabei geholfen. Ich habe hier an der Trainerschule meinen Abschluss gemacht. Mit ein bisschen Lernfleiß kannst du sicherlich auch einen noch stärkeren Eindruck machen. Ups! Je mehr man mit seinen Pokémon unterwegs ist, desto zutraulicher werden sie. Glaube ich zumindest. Die Poketch-Gesellschaft. Pokémon-Chronometer für die Welt. Hallo, ich möchte einen haben. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ja. Ich werde weitere Apps für den Poketch entwickeln. Denn genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mein Poketch weiter. Willkommen bei der Poketch-Gesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen. Und als solches gar nicht sonderlich groß. Hier stehen lauter Pokémon-Bilderbücher. Und hier stehen lauter Server. Warum spiegeln eigentlich immer die Böden? Wir versuchen stets, uns in die Lage eines Trainers zu versetzen, wenn wir neue Apps für den Poketch entwickeln. Schließlich hat für uns die Zufriedenheit unserer Kunden absolute Priorität. Oh, Pokémon. Patschi! Der vollständige Name des Poketch lautet Pokémon-Chronometer. Doch das wäre ein bisschen zu lang. Aber egal, ich bin übrigens der Vater des Präsidenten der Poketch-Gesellschaft. Warum heißt es denn Chronometer? Eigentlich müsste es eher Watch heißen. Hier reiht sich ein Pokémon-Magazin an das nächste. Der Pokémon-Freund. Der Pokémon-Ratgeber. Geliebte Pokémon. Das ist ein Snackautomat. Dieses Regal ist randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Der Abfalleimer ist LEER, also leer. Hier stehen Beschreibungen zu den jeweiligen Poketch-Apps. Über welche App möchtest du etwas lesen? Über die App abbrechen. Hier stehen Beschreibungen zu den jeweiligen Poketch-Apps. Ja. I understand. Hier gibt's halt einfach nichts. Mein Mann ist Präsident der Firma, dabei hat er mal ganz klein in einer Garage angefangen, Dinge herzustellen, die ihm gefielen. Und nun fertigen wir Produkte an, die Menschen auf der ganzen Welt glücklich machen. Stell dir das mal vor. Sag mal, hast du eigentlich ein Poketch? Davon gibt es zwei verschiedene Modelle, die jeweils unterschiedliche Farben haben. Also zwei mit jeweils unterschiedlichen wäre ja dann vier. Und hier steht wahrscheinlich nur ab... Ja, wow, da steht jetzt aber beenden. Überall auf der Welt denken sich Leute neue Apps für den Poketch aus, die du dann an allen möglichen Orten erhalten kannst. Auf den PCs hier findest du Beschreibungen zu den jeweiligen Apps. Ne, ich finde nur zu abbrechen oder beenden. Hä? Ich stehe jetzt wieder abbrechen. Aber hier stand doch beenden. Das habe ich doch richtig gelesen, oder? Okay. Ich habe ein Easter Egg entdeckt. Wahrscheinlich war ich nicht der Einzige, der Erste, der das entdeckt hat, aber ich habe ein Easter Egg entdeckt. Nee. Oh, einfach mal die Stadt verlassen.
Wenn du hier weitergehst, gelangst du zur Route 218. Dort kann man wunderbar angeln. Das weiß nur kaum einer. So eine Angel ist schon toll. Findest du nicht auch? Ja, sehr gut. Das wollte ich hören. Und da wir auf einer Wellenlänge sind, schenke ich dir diese Angel. Okay. Wo immer du Wasser findest, solltest du deine Angel auswerfen und dein Glück versuchen. Soll ich dir erklären, wie man angelt? Ja. Also zunächst stellst du dich mit dem Gesicht in Richtung Wasser. Dann wirfst du die Angel aus. Nun gilt es, sich zu konzentrieren. Weist ein Pokémon an, siehst du ein Ausrufezeichen. Dann musst du rasch die Angelschnur einholen. Weiter gehen wir aber noch nicht. Was haben wir denn hier? Jubelstadt. Stadt der Freunde und Zusammenkunft. Okay, hier bewegt sich das ganze Schild aber nicht auf einmal. Also die ganze Sicht. Hast du mich im Fernsehen gesehen? Da gab es ein Interview mit mir. Echt? Jubelstadt TV. Fernsehspaß für Groß und Klein. Hallo, bald beginnt die Pocket-Werbekampagne. Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Aber vorher solltest du vielleicht in der Trainerschule vorbeischauen. Okay. Hey, ich weiß. Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber hättest du Lust, einer Gruppe beizutreten? In einer Gruppe kannst du mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten oder dich mit ihnen messen. Und so jede Menge Spaß haben. Na, was sagst du? Klar so, wie soll deine Gruppe heißen? Nee, wir machen mal abbrechen. Oh, das ist aber schade. Tag, auch. Woher kommst du? Aus Zweiblattdorf, also. Ein schönes, beschauliches Örtchen. Jubelstadt hingegen ist riesig. Da erleidest du bestimmt einen Kulturschock. Dafür, dass es mitten in der Nähe ist? Warst du eigentlich schon in der Trainerschule? Noch nicht, was? Das solltest du aber schleunigst nachholen. Und da ist nochmal das Schild, okay. Jubelstadt Apartments. Mieter gesucht. Gehen erstmal in jedes Haus außer die Trainerschule. Ist mein Pukic nicht wundervoll? Ohne solch ein Pukic wäre man als Trainer doch wirklich aufgeschmissen. Patschi Patschi. Pika Pika. Oh, deine Pokémon sind wirklich reizend. Hier, warum gibst du einem von ihnen nicht diese Flinkklaue zum Tragen? Also ihr wollt mir heute aber auch alles schenken. Hast du dir schon ein paar Heilbälle im Pokémon-Supermarkt gekauft? Fängst du ein Pokémon mit einem solchen Ball, wird es vollständig geheilt. Und das bedeutet, dass du das Pokémon sofort, nachdem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Irgendwas im Inneren des Balls muss wohl eine heilende Wirkung haben. Ja, bislang konnte ich ja keine Heilbälle kaufen, eigentlich. Ich liebe es, wenn meine Pokémon ihre Attacken einsetzen. Wenn sie stärker werden, erlernen sie manchmal sogar neue Attacken. Ich freue mich dann immer riesig, wenn sie ihre neuen Attacken zum Einsatz bringen. So. Achso, das hatten wir schon, genau. Da geht's auch wieder raus. 4 Schilder. Das hatten wir schon. Gut, ich glaube, wir haben mit jedem gesprochen hier. Dann geht's in die Pokémon-Trainerschule. Der erste Schritt für werdende Trainer. Da steht gar nicht Pokémon-Trainerschule, sondern nur Trainerschule. So. Dann lesen wir mal nichts, sondern sprechen erstmal mit den Leuten. Ich habe einen Aufsatz geschrieben und der Titel lautet: Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Was ist das hier? Das ist das vollgeschriebene Heft eines Schülers. Pokémon werden mit Pokébällen gefangen. Bis zu 6 Pokémon auf einmal können einen Trainer begleiten. Ein Trainer ist jemand, der Pokémon fängt, sie trainiert und mit ihnen Kämpfe beschreitet. Das Ziel eines Trainers ist es, die stärksten Trainer zu besiegen, die ihn in den Arena erwarten. Okay. Pokémon sind in der Lage, Items einzusetzen, die ihnen zum Tragen gegeben werden. Aber mit bestimmten Items, die von Menschen hergestellt wurden, wie etwa Tränken oder Gegengift, wissen sie selbst nichts anzufangen.
Da liegen Bücher im Weg. Heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon gelernt. Typ Pflanze schwach gegenüber Feuer. Typ Feuer wiederum ist schwach gegenüber Wasser. Und Typ Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Das glaube ich wenigstens. Am schnellsten lernt man etwas, indem man etwas tut. Indem man es einfach tut. Können wir kämpfen? Los, mein Pokémon, los! Du willst gleich mal wieder kämpfen. Schulkind Lasse. Mit einem Abra. Okay. Ladestrahl. Du. Plinfer erreicht Level 9. Beezer erreicht Level 6. Zipurze erreicht Level 5. Und Schulkind Lasse wurde besiegt. Oha, dann ist das wohl so. 408 Poké-Dollar. Es ist schwer zu gewinnen, wenn man nur wenige Pokémon zur Auswahl hat. Ja, und ich muss aber trotzdem ins Pokémon-Center. So. Nein, nicht nochmal. Selbst der Boden spiegelt. Es ist schon komisch, dass immer hier diese Böden in der Stadt so sauber sind, ne? Also überhaupt nicht realitätsnah. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet. Deshalb weiß ich nicht, wie gut es laufen wird. Aber können wir gegeneinander kämpfen? Ich muss immer alle Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Ich hoffe, du hast kein Abra. Schulkind Lexi. Ja, wow. Ein Abra. Auch Level 6. Aber Plinfer ist jetzt zum Glück ein Level stärker geworden. Wow. Ein Volltreffer, natürlich. Ah, Bidiza sollte es aber machen. Ja, natürlich. Erstmal noch Spezialangriff stärken. Staralilli erreicht Level 7. Zipurze erreicht Level 6. Zipurze erlernt Käfertrutz. Dabei lerne ich doch so viel und gerne. Ich dachte, ich hätte eine Chance auf den Sieg. Ja, aber 408 Poké-Dollar nehme ich trotzdem gerne. Wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir es schaffen würden. Aber jetzt bin ich einfach nur platt. Wie stark du bist. Wow. Wenn du magst, sprich mal meinen Freund hier an. Er hat TMs für dich. Wieder TMs? Wem wollt ihr denn auch noch kämpfen? Jetzt muss ich aber wieder ins Pokémon-Center.
Bambada babadam. Also hat er jetzt wirklich TMs für mich? Hoppala. Nehme ich sie natürlich. Nimm TMs gerne. Puh, du bist wirklich gut. Wir üben jeden Tag und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Du wirst diese TMs mit Sicherheit richtig einsetzen können. Hier bitte. Eine TM10. Mit der TM10 kannst du einem Pokémon die Attacke Kraftschub beibringen. Wenn es Kraftschub im Kampf einsetzt, erhöhen sich sein Angriff und sein Spezialangriff. Aber denk daran, dass du eine TM nur einmal verwenden kannst. Ja. Das hat sich ja in späteren Generationen eigentlich geändert, aber hier hat man es jetzt im Remake einfach mal wieder zurückgenommen. Dass man sie nur einmal einsetzen kann. Also quasi, die TPs waren es noch in Schwert und Schild. Du bist noch nicht so lange ein Trainer, stimmt's? Du solltest dir die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. An der Tafel sind Statusprobleme aufgelistet, von denen Pokémon im Kampf betroffen werden können. Über welches Statusproblem möchtest du mehr erfahren? Vergiftet. Wenn ein Pokémon vergiftet wurde, verliert es stetig KP. Die Auswirkungen des Giftes halten auch nach dem Kampf an. Ein Gegengift schafft in diesem Fall Abhilfe und befreit das Pokémon von der Vergiftung. Wurde ein Pokémon paralysiert, sinkt seine Initiative und es kann passieren, dass es während des Kampfes nicht angreifen kann. Da die Paralyse auch nach dem Kampf anhält, solltest du dem Pokémon ein Paraheiler verabreichen. Wenn ein Pokémon schläft, kann es nicht mehr angreifen. Womöglich wacht es von selbst wieder auf, doch wenn der Kampf endet, bevor dies geschieht, schläft es weiter. Wecke es in diesem Fall mit einem Aufwecker auf. Eine Verbrennung senkt nicht nur die Kraft des Angriffs, sondern zieht dem Pokémon auch stetig KP ab. Da eine Verbrennung auch nach dem Kampf anhält, solltest du sie mit einem Feuerheiler aufheben. Wurde ein Pokémon während des Kampfes eingefroren, dann wird es handlungsunfähig. Mitunter taut es aus eigener Kraft wieder auf. Doch endet der Kampf, bevor dies geschieht, hält der Zustand an. Setz in diesem Fall einen Eisheiler ein. Ja, okay, jetzt haben wir alles gelesen. So, Nils. Hey Sebastian, du bist auch hier, um etwas zu lernen. Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel geschrieben steht. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine kostbaren Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Sebastian? Was? Du hast etwas für mich? Ja, ich habe ein Paket von deiner Mutter. Was ist das? Ja, ein Paket. Oh, klasse. Das ist ja eine Karte. Huch, aber wieso denn gleich zwei davon? Ich finde die zwar toll, aber ich brauche nur eine. Hier, du kannst die andere haben, Sebastian. Oh, nimm mal die andere. Wenn ich mich nach der Karte hier richte, dann heißt mein nächstes Ziel wohl Erzeling. Dort gibt es auch eine Arena, ideal zum Trainieren meiner Pokémon. Schließlich bin ich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Ja. Ciao. Hallo? Du bist neu. Dich haben wir eben noch nicht gesehen. Wie bitte? Du willst ein echter Pokémon-Trainer sein, besitzt aber nicht mal ein Poketch? Das ist so eine... das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du lebst echt hinter dem Mond. Ich habe den Pukic erfunden, musst du wissen, und stelle ihn jetzt serienmäßig her. Aktuell leite ich zudem auch noch eine Werbekampagne dafür. Um daran teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als drei Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn dir das gelingt, bekommst du von mir ein Pukic geschenkt. Das ist ja easy. Guck mal, hier ist einer. Hallöchen, ich bin einer der Clowns aus der Pokéschwerbekampagne. Hier meine Frage. Du musst noch Fragen beantworten. Wird ein Pokémon stärker, indem es Kämpfe beschreitet, um so Erfahrungspunkte anhäuft? Ja. Yay, Bingo, du liegst goldrichtig. Pokémon werden in der Tat stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen.
Manche Pokémon nehmen dadurch sogar irgendwann eine völlig andere Gestalt an. Das nennt man dann Entwicklung. Hier, bitteschön, der Poketsch-Coupon. Hey, Coupon 1. Der ist natürlich jetzt im Beutel. Mal. Einer der drei Coupons. Oh, wow. Irgendwo wird ja wohl noch ein zweiter Clown sein. Guck mal. Hallöchen, ich bin einer der Clowns aus der Pocket-Schwerbekampagne. Hier meine Frage. Pokémon gehören ja bekanntlich verschiedenen Typen an. Gilt das auch für Attacken? Ja. Wenn der Typ eines Pokémon, dem seine Attacke entspricht, fällt diese wesentlich stärker aus. Also wenn der Typ des Pokémon seiner Attacke entspricht. Betonung. Hier bitteschön, der Poketsch-Coupon. Coupon 2. Sieht der gleich aus wie der erste? Natürlich nicht. Die sehen total unterschiedlich aus. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Hoppla. Bei der Gestaltung der Icons. Hallöchen, ich bin einer der Clowns aus der Pocket-Schwerbe-Kampagne. Hier ist meine Frage. Kann man ein Pokémon ein Item zum Tragen geben? Alle Fragen werden mit Ja beantwortet. Ein Pokémon kann exakt ein Item tragen. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon getragen werden. Trägt ein Pokémon eine Beere, verspeist es diese bei Bedarf eigenhändig während eines Kampfes. Hier bitteschön, dein Poketsch-Coupon. Du verstaust, ja. Das heißt, der sieht jetzt nochmal anders aus. Cool. Ihr habt es echt geschafft, drei verschiedene Icons für Coupons herzustellen. So, jetzt gehen wir wieder zum Mann. Hallo, ich hab's. Dann werde ich mal deine Coupons zählen. Natürlich mit Hilfe des fantastischen Poketsch. 1, 2, 3. Bravo, da kann ich nur applaudieren. Im Tausch gegen die Coupons erhältst du ein Poketsch von mir, wie versprochen. Bitte sehr. Cool. Du kannst dein Poketsch auch mit neuen Apps aufrüsten, um ihn noch vielseitiger zu machen. Drücke die R-Taste und probiere den Poketsch gleich einmal aus. Poketsch, drücke die R-Taste, um den Poketsch zu öffnen. Berühre den Bildschirm, um ihn zu bedienen. Und halte die R-Taste gerückt, um ihn wieder zu schließen. Ja gut, das Problem ist, ich spiele natürlich jetzt nicht auf einem Bildschirm. Aber wahrscheinlich kann ich auch einfach den da so lassen. Also, na guck mal, es geht ja auch so. Cool. 1. Plus 5. Plus 3. Minus 2. Okay. Oh, Schrittezähler. 3128 Schritte bislang. Nett. Gut. Den können wir da oben ja mal lassen. Der stellt ja, glaube ich, nicht. Dann sieht ihr übrigens auch immer meine Uhrzeit. Kann ich da rein? Muss da rein? Wenn die Clowns verschwinden, kann ich da rein? Ja. Ach so. Vielleicht verschwinde ich auch, wenn ich in irgendein Haus gehe und wieder raus. Schade, Marmelade.
Route 204. Ich muss mal kurz was nachlesen. Wann wird er denn frei? Steht hier nicht. Egal. Wir machen einfach ein paar Kämpfe. Du siehst nicht gerade stark aus. Willst du es mal gegen mich versuchen? Klar. Göre Sabina fordert dich heraus. Man schnell verlesen. Da ist nämlich kein R wie Richard drin, sondern keins halt, ne? Also Sabina. Level 7. Ich hätte nicht so vorlaut sein sollen. Du gewinnst 392 Poké-Dollar. Das ist jetzt Level 7 geworden. Wie die Zahl, ne? Ja. Ich habe ja nur Level 7 gesagt. War natürlich klug von mir. So, da ist ein Item. Kommt man sogar ran. Ein Paraheiler. Wie wir gelernt haben, kann man damit die Paralyse heilen. Und hier kann man ein Pokémon einsammeln. Was wir schon mal gefangen haben. Dementsprechend besiegen wir es einfach. Am Anfang sollte man es noch machen. Eigentlich sollte man es immer machen. Damit die Pokémon halt stärker werden. Ab einem bestimmten Zeitpunkt werden die eh überlevelt. Also... Staralilli erreicht Level 8. Zupuzza erreicht Level 7. Route 204 Jubelstadt. Hallo. Ich werde mit den Pokémon gewinnen, die mein Papa mir gegeben hat. Sicher? Knirps Knut fordert dich heraus. Mit einem Carpador. Wow. Wow. Plinfa erreicht Level 10. Staralilli. Oder auch nicht, ne? Aber das sind doch die Pokémon, die mein Papa mir gegeben hat. Ja, und das waren 380 Poké-Dollar, die jetzt in meiner Tasche sind.